Wir sind beim dritten Teil unserer Pionierserie angekommen, bei der wir euch die Uniformierung und Ausrüstung erklären. Wir sind jetzt im Jahr 1917, 1918 angekommen. Wir fassen das ein bisschen zusammen, weil der Unterschied zwischen den beiden Jahren relativ überschaubar ist, aber wir gehen da trotzdem drauf ein. Wie ihr jetzt seht, hat sich die Uniform oder allgemein das äußere Erscheinungsbild im Vergleich zu den letzten beiden Videos noch mal drastisch geändert. Und zwar hat das damit zu tun, dass 1915, also im Verlauf des Jahres, eine Neuuniformierung durchgeführt wurde. Das beinhaltete zum einen, dass die Feldbluse Modell 15 eingeführt wurde, die dann für alle Waffengattungen gleich geschnitten war, außer für Jäger und Schützen. Die hatten einen etwas anderen Grünton. Alle Schmuckelemente an dieser Bluse entfallen. Und man kann die Waffengattungen jetzt nur noch daran erkennen, dass sie unterschiedliche Schulterklappen haben. In unserem Fall, da wir uns mit den Pionieren beschäftigen, wäre das die Waffenfarbe schwarz mit roter Paspellierung bzw. roten Vorstößen. Und der Rest ist dann identisch zur Infanterie, jedenfalls was die Oberbekleidung angeht. Des Weiteren immer öfters vorkommt, ist dann zu der steingrauen Hose die Trageweise der Schnürschuhe mit Wickelgamaschen. Da das Gelände immer unwegsamer wurde, erwiesen sich die Marschstiefel als umständlich, da diese oft im Schlamm stecken blieben und dieses Schuhwerk da einfach mobiler und bequemer war. Zusätzlich erkennt man jetzt auch, dass die Pioniere zu der Zeit auch schon die Patronentaschen der Infanterie trugen, da es auch zu dem Zeitpunkt schon üblich war, dass gewisse Sturmpionierbataillone im direkten Fronteinsatz kämpften. Dazu haben wir auch ein Video gemacht, das verlinken wir euch hier oben. Da geht es dann um die Sturmpioniere des Sturmbataillons Nummer 5 Rohr. Das waren auch Pioniere und eine der wenigen Sturmbataillone, die sich Sturmpioniere nennen durften. Man erkennt hier auch schon, 1916 wurde diese Gasmaskentasche eingeführt. In der wurde dann die Gasmaske separat mit zwei Ersatzfiltern getragen. Wir in unserem Fall, wir haben, um das zu veranschaulichen, hier den Gasmaskenbehälter zur Ledermaske 17 drin. Diese löste dann zum Schluss diese Tasche ab, wobei man auch sagen kann, dass diese Tasche noch bis Kriegsende weitergetragen wurde, da sich dort halt eben auch gut Ersatzfilter für diese Gasmasken transportieren ließen. Auch sieht man hier hinten einmal das Sturmgepäck. Das ist eine Tragevariante davon. Da die Soldaten sich das selber geschnürt haben, gibt es mehrere Tragevarianten. Wir haben uns jetzt für diese entschieden. Sieht man ab Ende 1915 immer vermehrter bei den Soldaten. Es war halt eben beliebter, da meistens die Tornister mit den groben Sachen zurückgelassen wurden. Und man hat dann das Notwendigste für den Fronteinsatz dann so transportiert. Dieses Sturmgepäck umfasst dann quasi die Zeltbahn, den Mantel und das Essgeschirr. Und im Essgeschirr war dann meistens die eiserne Ration mit Verpflegung quasi vorhanden. Dann hier hinten auch jetzt in diesem Video ist sie korrekt. Die Feldflasche Modell 16, der schäfgrüne Brotbeutel. Natürlich das Futteral für das große Schanzzeug Modell 96. Und auch hier wieder das Seitengewehr Modell 9805 mit Sägerücken und dem normalen Infanteriespaten. 1918, also noch später im Kriegsverlauf, das fassen wir jetzt hier mit zusammen, kam dann natürlich noch der Mimikry-Helmanstrich mit dazu, der auch für Pioniere natürlich dementsprechend gültig war. Als Randnotiz oder als nice to know noch mit zu erwähnen, dass viele Pioniere nach dem Ersten Weltkrieg, da sie in der Regel Arbeiter waren, sie waren Mineure, sie waren Schreiner und Tischler oder Steinmetze, halt eben alles, was man so halt eben braucht, um bestimmte Infrastruktur und Befestigungsanlagen zu befestigen, da man halt eben sagen muss, Arbeiter waren schlecht dran vor dem Krieg, sie haben sehr gelitten im Krieg und waren auch nach dem Krieg halt eben nicht wirklich die Schicht, bei der man sagen kann, dass es denen gut ging. Daher haben sich viele, also ohne jetzt da die genauere Fakten zu nennen und mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich habe gelesen, dass sich auch viele Pionierbataillone oder viele Angehörige der Pionierbataillone auch der Roten Ruhrarmee oder ähnlichen Fraktionen in der Weimarer Republik angeschlossen haben. Zur Bewaffnung der Pioniere ist auch im Spätkrieg immer noch das Gewehr 98 geläufig, so wie es von der Infanterie auch benutzt wurde. Bei den Sturmpionieren, also vom Sturmpionierbataillon Nummer 5 Rohr,
An die wurde natürlich der Karabiner 98 ausgegeben. Um das nochmal zu klären, viele von euch haben das kommentiert, das ist auch richtig. Die Bezeichnung AZ ist eine Erprobungsbezeichnung und bedeutet quasi Ausführung mit Zusammenstellhaken. Die korrekte Bezeichnung für den Karabiner wäre wirklich einfach nur Karabiner 98, so wie das hier einfach nur das Gewehr 98 ist. Dieses Gewehr unterscheidet sich deutlich von dem Gewehr 98, wie es von der Standardinfanterie im Ersten Weltkrieg benutzt wurde. Diese Waffe wurde 1908 eingeführt, überwiegend für Kavallerieeinheiten, für Pioniereinheiten, die Artillerie oder technische Truppen. Worin sich dieses Gewehr nun direkt vom Standardgewehr 98 unterscheidet, erklären wir euch zu einem späteren Zeitpunkt auf dem PLW-Infokanal. Da wir ja gemeinsam eine Community sind, die zusammen Geschichte lernen wollen, ist es natürlich auch für uns und für alle anderen Zuschauer sehr hilfreich, wenn ihr euer Wissen mit uns teilt, so wie wir unser Wissen mit euch teilen. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.